Wir kaufen heute den neuen Brawler Melody und pushen sie von 0 auf 1000 Trophäen. Viel Spaß! Creator Code? Jo Jonas. Und damit legen wir direkt los. Der neue Brawler ist tatsächlich schon draußen. Ziemlich überraschend, ehrlich gesagt. Ich weiß jetzt nicht, warum er schon heute kommt. Heute ist ja Mittwoch, aber egal. Wir freuen uns natürlich. Da ist der Brawler. 24 Euro kostet das Paket. Wir schauen einmal rein, was es alles gibt. Morgen kriegen wir dann einen Pin und 2000 Münzen. An Tag 3 kriegen wir einen weinenden Melody-Pin und einen wütenden. An Tag 4 kriegen wir einen klatschenden Melody-Pin und Powerpunkte. An Tag 5, oha, kriegen wir 80 Gratis-Juwelen. Geil. An Tag 6 kriegen wir 2 neue Gratis-Pins. An Tag 7 kriegen wir das Melody Spray, 2000 Münzen, und an Tag 8 den neuen Sith Melody Skin. Neuer Brawl Pass kommt ja dann, glaube ich, auch an dem Tag raus in 8 Tagen. Das heißt natürlich, denkt unbedingt an Creator Code Jojonas im Shop. Alle 7 Tage gerne auch neu eintragen, wenn ihr mich supporten wollt. Wirklich vielen Dank an jeden Einzelnen, der mich damit unterstützt. Und ich würde sagen, wir kaufen's Melody, ne? Melody ist da. Da ist sie. In Sachen Karaoke kennt Melody keine Gnade. Mit dem Aussehen eines K-Pop-Idols und teuflisch gutem Gesang stellt sich jedem die Show. Sehr, sehr, sehr geil. Da haben wir den Pin nochmal. Der freut sich einfach. Und da haben wir nochmal diesen Peace-Pin von anderen. Da ist sie. Ich fasse es nicht. Der nächste neue Brawler im Early Access. Okay, Power Level 1. Ganz wichtig. 4100 Leben. Schaden 460. Verdecke ich gerade. Ist egal. Okay. 2, 3, 4, 5, 6 und 7. So, Gadget. Achso, genau, wir kaufen immer das erste Gadget einfach erstmal. Melodies Noten bewegen sich 5 Sekunden lang 25% schneller und umkreisen sie mit 60% größerem Abstand. Die allererste Runde. Es ist auf jeden Fall ein Skill-Brawler. Mit jedem Hit, den wir machen, kriegen wir eine Note und machen dann auch so ein bisschen Nahkampfschaden, ne? Und mit dem Gadget sind wir dann nochmal schneller, oder wie? Hätte ich jetzt schießen müssen? Habe ich jetzt nicht gecheckt, ehrlich gesagt. Egal, also... Das muss gleich mal... Aber wir sind schneller mit dem Gadget, hieß es doch. Nochmal. Gadgeten. Ich sehe das nicht. Ey. Aufpassen. Habe ich jetzt nicht ganz gecheckt, egal. Wir müssen mal ein bisschen unsere Ulti eigentlich ausnutzen, wobei ich jetzt nicht unbedingt für Kisten wasten würde. Jetzt hier, komm mal, du. Ist halt echt... Ist halt schwer mit umzugehen, ne? Aber vor allem kann man halt super escapen und angreifen. Ich glaube, das Schild ist noch ein Ticken besser, aber ja. Und jetzt bin ich halt... Kann nicht ohne Noten aktiviert werden. Ich habe es mir doch durchgelesen. Oder bin ich jetzt lost? Ich probiere mal reinzugehen. Guck mal jetzt hier. Jetzt bin ich im Nahkampf. Mal schneller. Ach nee, ich lasse die Noten weiterkreisen. Hä, habe ich das falsch verstanden? Ich muss mich nochmal durchlesen. Ah, ich glaube, die Noten kreisen weiter und mit größerem Umfang. Was natürlich ein bisschen lost ist, dass ich es so genutzt habe. Let's go. Ja, ich glaube, ich habe es ein bisschen lost gelesen. Okay. Let's go. Plus 10. Da sehen wir es nochmal. Und Gadget. Ach, ihre Noten bewegen sich schneller und haben einen größeren Radius. Ich verstehe es jetzt erst. Ich dachte, sie bewegt sich schneller. Das ist aber die Star Power, die erst kommt. Okay. Link zu Tobis YouTube-Kanal und Maraks TikTok-Kanal ist ganz oben in der Videobeschreibung. Supportet die beiden Jungs gerne, wenn ihr mehr Content sehen wollt. Lasst auch gerne hier auf diesem Kanal ein Abo da, wenn ihr solche Push und Projekte nicht verpassen wollt. Wir sind fast bei über 700... Nee, wir sind bald bei 800.000, wenn es so weitergeht. Und dann wollen wir auch noch die Millionen dieses Jahr schaffen. Vielen Dank. Jetzt aber. Direkt das zweite Gadget. Intermezzo, wir kriegen ein Schild. Genau, 15% für jede Note, die sie umkreist. Das heißt, bei 3 Noten 45% Schild. Das ist insane. Und wir sind jetzt erst Power Level 7. Also jetzt bringt's noch nicht ganz so viel, aber wird auch schon gut reinhauen. Auf geht's. Ich glaube, das Gadget wird stärker werden, würde ich sagen. Also ihr müsst halt gut hitten. Ne? Ihr müsst eigentlich euch die ganze Zeit angreifen, dass ihr diese Noten halt behaltet. Ne? Das ist halt auch so ein bisschen verwirrend, finde ich noch. Seht ihr das hier, ne? Ich habe schon die erste Note verloren. Also am besten... Also den Schaden machen die Noten auf jeden Fall, ne? Also seht ihr, normaler Angriff ist jetzt wirklich eher... Guck mal, der Edgar jetzt... Oh, ich treffe nicht. Was schwierig. Aber guck mal, ran ulten. Ach, das ist halt schon krass, ne? Die Ulti ist halt schon sehr, sehr geil. Guck mal, wie überraschend die auch teilweise dann kommt. Also ihr müsst halt euch irgendwie... Boah, das ist schon krass. Ich habe auch mal ein Schild, was ich nutzen muss, stimmt. Ist einer der krassesten Skill-Brawler der letzten... Guck mal jetzt hier, wenn ich das Schild setze. Wie viel extra Leben ich jetzt habe. Ah, aufpassen. Jetzt hier reingehen. Schild. Also ich glaube, der Brawler, er ist unfassbar high skill, ne? Also einer der krassesten Skill-Brawler im Spiel. Aber ich glaube, wenn man sie richtig spielt und vor allem diese Noten trifft und auch dieses Schild einsetzt... Ich meine, wir sind Power Level 7, nicht vergessen. Manchmal schauen wir, wenn wir Power Level 11 sind. Let's go. Plus 10, 20 und das... Oh, neuer Loading-Skin, by the way, auch. 57.000 Trophäen, oha. Wir gehen Power Level 9 und zwar, schnelle Beats. Wir gehen schnelle Beats und ich mache schon mal Damage. Ich glaube, Damage ist bei Melody sehr wichtig, weil sie auch viel Leben hat. Okay, mit jeder Note, die sie umkreist, 8% mehr Geschwindigkeit. Das heißt, bei 3 Noten 24% schneller. Das ist krass. Und normalerweise ist sie auch schon normal. Okay. Jede Note, die wir jetzt bekommen, macht uns schneller.
Damit können wir zum einen easy in Gegner reinlaufen, und ich muss halt nur treffen, oder auch weglaufen. Ich finde es ein bisschen schwer, bisher die Noten zu treffen, sage ich ehrlich. Das ist echt schwer, muss halt auf diesem gewissen Abstand auch sein, ne? Das ist schon verwirrend. Also es ist definitiv, wie gesagt, ein Skill, Bro. Ich bin mir noch unsicher, ob es broken wird oder eher schlecht. Ich glaube, eine Mitte wird es schwer geben, gefühlt, oder? Vielleicht wird er auch, vielleicht wird er auch mittelmäßig, man weiß es nicht. Jetzt hier Penny, guck mal, Penny, zack, bin ich dran. Die stirbt halt schon instant, ne? Die kann auch nicht weglaufen, ist hier noch ein Shark da. Und ich bin immer schon Power Level 9 jetzt, ne? Das ist schon krass. Wichtig ist, sie ist natürlich keine Shelly. Also gegen Nahkämpfer verliert sie das 1 gegen 1, aber sie ist halt eher wie so ein Stu. Also gegen Distanzkämpfer kann sie halt randashen. Gegen Werfer auch bestimmt krass. Das ist so ein bisschen wie Mortis mit Skill. Mehr Skill nochmal. Oh, ey. Nice. Also ja, der Distanzangriff kann man auch mal nutzen, um ein bisschen zu chippen. Aber er ist halt wirklich nicht so gut. Logischerweise, dafür ist auch nicht gedacht. Sehr schön, wir kriegen auch schon mal einige Quests nebenbei. Richtig. Und einen Stardrop. Einen seltenen. Lieber einen seltenen als gar keinen. Wir gehen in die zweite Star Power rein. Zweite Star Power ist langer Mix. Melodies Noten halten 25% länger, bevor sie verklingen. Da können wir halt vor allem die Noten länger halten, ne? Ich muss aber ehrlich sagen, ich weiß nicht. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das schlauer ist als die andere Fähigkeit, oder? Oh, wir gehen erstmal rein, Sekunde. Mit der anderen Fähigkeit sind wir halt einfach schneller. Und ich glaube, Geschwindigkeit ist halt eigentlich wichtiger, wenn ich ehrlich bin. Weil die Noten halten schon deutlich... Es ist schon krass, wie lange die halten, wenn man mal so drauf achtet. Ne? Die halten schon deutlich länger aus. Boah, jetzt halt wieder krass gewesen, ne? Hier. Über noch mein Schild im Notfall. Ich muss aufpassen, das ist noch ein Gale. Aber jetzt kann ich zum Beispiel auch einfach reindashen mit dem Schild auch nochmal. Und wenn ich halt durchdashe, mache ich meistens auch Schaden. Weil halt die Noten ihn irgendwie treffen. Der Dash an sich macht keinen Schaden direkt, aber ja. Guck mal, jetzt auch hier. Der kann halt... Ups. Boah, einfach verkackt sogar. Der kann halt einfach nicht entkommen, das ist crazy. Also, es ist irgendwie auch schon geil, dass die Noten länger halten. Ich weiß nicht. Geschwindigkeit ist halt einfach viel... Ja, jetzt umgebracht wieder. Ist halt so viel wichtiger, das ist halt crazy. Let's go. 46 Trophäen. Wir gehen Brawl Ball zum ersten Mal jetzt. Ich mache die Power Level 11 aber schon dafür. So, Power Level 10. Power Level 11. Jetzt ist die Frage... Ich würde plus 1 Gadget bei nehmen. Das Gadget gibt dir ja so viel Leben. Guck mal, das Damage und Schild eigentlich safe. Also plus 1 safe. Und die andere Star Power. Brauchen wir Speed? Ja gut, hier brauchen wir vielleicht sogar Speed. Ist natürlich schwierig. Ah, ist natürlich echt schwierig. Speed ist eigentlich auch wichtig auf der Map. Damage ist eigentlich auch wichtig. Ah, Chat, was machen wir da? Okay, die meisten sagen Speed. Ich würde sogar fast sagen, wir nehmen Speed und Damage einfach. Plus 1 brauchen wir gerade eh noch nicht. Let's go. Auf geht's, die erste Runde Brawl Ball. Jetzt auch die erste, jetzt bin ich mal gespannt, auch die ersten. Dann hätte ich direkt gestorben, ist natürlich nicht so nice. Schon mal Schild. Okay, das wirkt ziemlich broken. Kann ich meine Noten unterbrechen? Ah, ich war lost, ich hätte Schild drücken müssen. Okay, war mein Bad. Hat die meine Noten weggemacht damit? Sorry, Rand. Also erster Eindruck, also diese Dashes in Brawl Ball sind ja komplett OP, oder? Mal jetzt hier Schild. Die hat nochmal Schutz gehabt, egal. Also es wirkt schon mal sehr broken. Achso, wo ist denn jetzt der Gegner? Meine beiden Mates waren tot, warum? Hey. Ja, egal, 0-1, haben noch drei Dashes. So, eigentlich immer erst die Noten eigentlich aufladen, würde ich sagen, ne? Jetzt gehen wir rein. Schild. Okay, ich muss es noch ein bisschen rauskriegen, ne? Ich glaube, einfach so ein Dreier-Team reinlaufen ist vielleicht auch nicht die Idee. Würde ich mit dem Mortis jetzt auch nicht machen, stimmt. Ich muss eher so ein bisschen sneaky spielen, glaube ich. Sonst der Gegner. Den dürfen wir jetzt hier nicht auf der Höhe. Ich muss ein bisschen besser spielen. Mal aufpassen. Also eigentlich muss ich immer erst einmal die Noten so aufladen. Sorry, Navi, ich glaube, wir müssen nicht nur austauschen. Ich weiß nicht, wie oft jetzt gestorben ist, aber es sah jetzt wirklich nicht so gut aus. Nice, okay, 1-0. Ich muss auf den Brawler noch ein bisschen klarkommen. Ja, das ist halt die Dashes. Aber ich kann nicht reindashen ohne meine Noten. Ich muss meine Noten ein bisschen aufladen. Jetzt. Nice. Jetzt kann ich hier reindashen. Das ist schon geil. Man muss es halt nur so ein bisschen sneaky vielleicht spielen. Ich muss auf den Brawler noch klarkommen. Ob er gut oder schlecht wird, werden wir heute rausfinden. Auf der Höhe ist sowieso alles okay natürlich. Ja, er ist dreimal gestorben. Das ist ein bisschen viel gewesen. Ich bin auch zweimal gestorben. Entscheidende Runde für 140 machen wir wieder Dings. Oh, Leo, du darfst aber nicht so straight reinrennen und sterben. Also es war ja ultra, also nicht böse gemeint, aber musste schon konzentrieren, also... Digga, das darf echt nicht passieren. Hä, du bist ja einfach nur reingelaufen, gestorben. Ich müsste scoren können, oder? Eventuell? Ja. Hm.
Ah, natürlich ist der Poison-Fall. Das war eine gute Wahl. Gute Aktion, meine ich. Das macht uns zwar los. Ich kann die Noten immer erst aktivieren, wenn ich eine Note um mich rum... Also das Gadget erst aktivieren, wenn ich eine Note um mich rum habe. Okay. Muss ich erstmal drauf klarkommen. Wundert schon mal. Also erster Eindruck vom Brawler? Er ist schwer. Das wusste ich schon vorher. Also er ist wirklich schwer zu spielen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es so ein Knockout-Brawler vielleicht wird. Auf geht's, entscheidende Runde für Rang 10, 110 Trophäen. Schon mal, was will er denn jetzt? Wenn ich das schon wieder sehe, aber guck mal, er läuft doch viel zu nah ran einfach. Ah, das habe ich einmal... Was habe ich jetzt gemacht? Ach, also obwohl wir die 3 Dashes hatten, hat es gar nicht mal so viel gebracht, wie ich dachte. Oh je, was will ich denn jetzt? Okay, das war lost. Ich wollte gerade sagen, mit dem Schild hätte ich die easy gekillt. Ich habe schon gewartet, ey. Ja, schade. Ist auch passend. Aber eigentlich gegen die Spinnen müsste ich ja ganz gut sein. Jetzt kann ich hier rein dashen. Ach, schon krass. Sieht mir schon so ein bisschen die Assassin-Fähigkeiten, ne? Also ich bin mir noch unsicher, in welchem Modus sie am besten wird. Am ehesten wahrscheinlich sogar Knockout oder so, wie gesagt. Kann einfach hier reindashen, oder? Auf die Mac. Ah, reicht nicht ganz. Okay. Also sind schon mal Top 7. Jetzt Angelo killen wär's doch. Jawoll! Ein bisschen Schaden macht sie ja schon auf Range. Und die Range ist gar nicht mal so schlecht, sehe ich auch gerade, ne? Schon ein bisschen was mitmachen. Also ich glaube, völlig OP wird sie jetzt nicht, so wirkt es zumindest, aber... Oh, so schlecht ist jetzt bestimmt auch nicht, ne? Zack. Zack. Das war übel bad. Okay, da habe ich unterschätzt, wie viel... Jo, ey, hör doch noch dieser Clown-Spin, was war das denn? Okay, 4 Trophäen, ups. Nice. Ja, es sind halt viele Melodies, jetzt muss ich echt aufpassen. Okay, es sind sehr viele Melodies. Also man scheint gegen diesen Brawler auf jeden Fall nicht rein zu dashen, haben wir gerade gelernt. Wahrscheinlich, wenn man halt auf dem Weg zum Brawler dann so oft getroffen wird. Ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Ich weiß noch gar nicht, wie man am besten gegen sie spielt. 1 gegen 1. Wahrscheinlich eher so ein bisschen abwartend. Da ist eine Melodie. Also außer natürlich, ich bin total überlevelt. Dann natürlich easy rein. Jawoll! Oh, nein, 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 weg! Das ist halt wieder cool. Also sie ist halt wirklich so schnell, ne? Das ist insane. Also das ist wirklich schon besonders. Da habe ich kein Gadget mehr, leider. Oh, ist ein Poison-Pfeil. Shit, shit, ich muss aufpassen jetzt. Ach, jetzt kommen die von beiden Seiten. Ach, das ist echt schwer, Mann, ne? Von beiden Seiten, Junge. Egal, plus 6 reicht aus. 147. Und wir gehen wieder rein in Brawl Ball. Oh, let's go! Der Dash war nice. Okay, 1-1. Richtig. Ah, es ist aber auch eklig, ne? Jetzt hier weg, Dash, das ist gut. Und jetzt können wir die vielleicht überrennen hier vorne, das ist ganz geil. Ja, ich denke, wir können die safe überrennen jetzt, sehr gut. Boah. Ich glaube, der Brawler ist nicht geeignet für Brawl Ball. Der macht zu wenig Damage schnell. Das ist eher so ein Sneaky Brawler. 4-4 setzen wir auch bodenlos. Auf geht's. Wir gehen auf die 300 Trophäen jetzt hier zu mit Melody. Also der Brawler ist wirklich sehr schwer zu verstehen und zu meistern für den Anfang. Oh, sehr schön für meinen Mates hier. Also vor allem die Dashes sind halt sehr... Nein, nein, nein. Ist der Ball. Okay, sehr gut. Die Dashes können halt vor allem sehr stark sein. Das Schild können wir auch ganz gut nutzen. Also was wir eher fokussen sollten, sind halt... Also gegen Tanks ist eher schlecht auf jeden Fall. Gegen... Okay. Oh Gott. Schild, Schild, Schild. Das war jetzt irgendwie krass, oder? Plötzlich waren wir mittendrin, haben mitgeholfen, haben einen Kill mitgemacht. Waren ganz vorne mit Tor direkt dabei. Es ist irgendwie schon... Es ist schwer zu merken. Also was Starspieler. Okay, habe ich jetzt gar nicht gedacht, dass ich Starspieler bin. Okay. Ah, 300 Trophäen. Genau, 300 Trophäen. Guck mal, wie viel Trouble ich da machen kann. Das ist schon ganz geil eigentlich. So ist es geil. Habt ihr es gesehen? LOL. Ich habe gerade... Es ist 1 gegen 3 gewesen gerade, ne? Und rein. Zack, zack. Gadget. Das ist so geiles Gefühl, mit dem Brawler zu spielen. Ich habe die ganze Zeit schlecht gespielt. Jetzt check ich erst, wie ich den spielen muss. Ich glaube, fairer war... Guck mal, wieder Starspieler. Oh, das ist auf Ernst jetzt krass. Das ist sehr krass jetzt. Ah, okay, guter Start. Jetzt 6 Cubes, das haben wir jetzt normalerweise. Oh, 7 sogar. Mann, wir haben es fast, Mann. Wir haben es fast. Oh, danke. Ich krieg den Cube wieder. Wichtig. Oh, sehr, sehr wichtig jetzt sogar. Ich will jetzt nur nicht eingefroren werden von Lou. Ich gehe mal ein bisschen nach oben. Ich kann mich auf Range halt fast gar nicht wehren. Das ist so geil. Oh, der Lacker. Ich helfe gerade, die Sandsäcke so ein bisschen zu zerstören, dass der, genau, dass der hier nichts groß machen kann. Einfach schön draufschießen. Ich krieg auch die Noten dann schneller. Komm, ich halt eigentlich eh in den Nahkampf gehen, fällt mir gerade auf. Tja, was? Easy. Oh, ich wollte... Ja. Ah? Ja, nee, hat er gut gemacht. Easy. Platz 2. Haben wir. Schöne Runde wieder. Sei ich ehrlich.
Unfalltrophäen. Ich will einfach das Profil von Tobi anschauen. 100.000, Junge. Junge, dein neues Profil. 100.000, Melody, Power 11. Du gehst auf zweiter Konto, Tobi, oder? Dann ist es wahrscheinlich, ja, ne? Ja, ja. Also, das ja, ist ja schwierig. Ja, er spielt was, aber trotzdem machen alle. Nein, Jonas. Okay. Doch! Oh mein Gott. Das war's. Da wurde grad viel das war der Play. Ich hab alle gekillt. Let's go. Ich weiß, ich hätte einen Scoren können. Let's go! Scheißegal. Nice. 600. Auf geht's. Wir gehen rein, Juwelenjagd. Ich denke, der Brawler ist eigentlich auf allen Modi oder in allen Modi oder auf allen Maps. Auf jeder Map jetzt nicht, aber in allen Modi ziemlich solid, würde ich schon sagen. Ja, Probleme könnte er auch teilweise kriegen auf völlig offenen Maps. Gegen Sniper haben wir schon gesehen, auch so ein bisschen. Aber ich glaube, auch da, wenn er erstmal seine Ulti hat, ist halt auch ganz geil. Nicht immer ein Schild direkt machen. Und es war jetzt sehr offensiv. Am Ende habe ich jetzt, gut, ich bin fast gestorben, aber ich meine, ich habe so viel Trouble gemacht. Wir haben so eine Kontrolle jetzt. Das Ding ist, man kann halt wirklich mehrere auf einmal auf sich ziehen, dann noch der Flächenschaden. Das ist schon krass alles. Und jetzt halt easy. Wenn jetzt der Edgar käme, dann kann ich einfach wegjumpen. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Jetzt mal ein bisschen die Noten aufladen. Oh, ich komme, ich komme. Richtig Station von dort? Ja, richtig. Bro, was macht er? Keine Ahnung, war übel lost. Ja, richtig lost. Oh, 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 die klar, komm nach. Ja, ja. Ja, easy, easy. Boah, das ist so OP. Also ich sag ehrlich, der Brawler ist schon sehr broken, wenn ich es mir jetzt anschaue, doch. Ich hatte ein bisschen unterschätzt. Nimm du die Gems. Das ist schon easy. Let's go, das ist der Countdown, Leute. Das heißt, wir haben eigentlich gewonnen. Oh, oh, auch da wieder, wie ich einfach wegdashen kann. Da wäre ich überfahren worden, wenn ich nicht aufgepasst habe eigentlich. Das ist crazy. Und gerade für Juwelen ist der als Gem Carry komplett insane. Guck mal jetzt hier. Das stimmt, hier. Das ist krank, ich kenne eigentlich auf die. Und auch in der Offensive, das ist ja komplett. Das ist ein 5 von 5. 5 Sterne. Also 10 von 10, würde ich sagen. Keine Ahnung, ja, bei der Bewertung krank. PTF. Auf geht's, wir gehen rein in die Runde Eliminierung. Was denkt ihr, ist der gut dort, der Brawler? Nee. Ja. Oder? Die Map ist ein bisschen zu offen. Ja, ja, zu offen, jetzt würde ich aus. Also zumindest auf der Map ist es wirklich zu offen, ja, dachte ich mir selber auch. Ja. Aber so offen mit. Halt das Movement ist immer wichtig, um Kills zu machen, beziehungsweise um zu überleben. Ich brauche halt vor allem meine Ulti. Wenn ich meine Ulti habe, kann es eh interessant werden. Da gehe ich mal rein und mach mal Trouble. Sonne, ich darf halt auch nicht sterben. Sniper, deine Ulti zu bekommen. Schön, 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 schön. Okay, jetzt kann ich eigentlich kurz chillen. Jetzt kann ich ja eigentlich fast jeden easy. Ja, gut, ja, natürlich das Ulti. Okay, das war viel zu aggressiv. Egal, down, egal. War viel zu aggressiv. Ja, es war auch zu aggressiv, wenn wir schon dabei sind. Wobei, nee, die Ult von beiden rausgebaitet. Das war sehr gut. Ja, war ein Trade, ist okay. Ganz ehrlich, er hat auch seine Ulti. Alle drei Ulti rausgehauen gegen mich, hä? Und ich habe sogar noch getradet, das war eigentlich total wild für uns. Überleg mal. Die haben alle drei Ulti auf mich gehauen und am Ende 1-1 von den Kills. Das ist übel gut. Der Trade. Na komm, ich will jetzt nicht zu aggressiv gehen mit dir machen. Ah. Zack. Ah, ich wollte eigentlich die Ult setzen. Oh, der Dodge, Junge. Aber ich bin tot. Oder? Ja, wir brauchen noch einen Kill. Boah, Junge. Also der Brawler, also ja, vor allem auch wie man dann baiten kann, wie gerade eben mit der Ulti, das war heftig. Ja. Der hat ja so weggehauen. Boah, ist das krank. Er hat trotzdem keine guten Sets. Also für die Map würde ich ihn trotzdem nicht empfehlen, aber ja. Auf geht's. Wir sind damit drin in Hotzone. Wieder halt ein bisschen auf der Map, aber ich glaube gerade für Hotzone ist wieder besser. Die Gegner. Weil Hotzone ist das Praktische, dass die halt reinlaufen müssen. Ja, jetzt mal, ist halt easy. Die Gegner haben aufgegeben. Boah, ist das broken. Ey, in Hotzone ist der wieder geil, weil da müssen die ja in mich reinlaufen und die müssen ja ran. Ja, ja. Das ist das Gute. Das ist geil. Das ist die Map, auf der Landi seine Winstreak verloren hat. Oh, ich und noch ein Chuck! Was? Und es war die Map, auf der ich gestern 100.000 probiert habe. Ach, wollte ich auch gerade sagen. Ja, ja, und ja, noch ein Chuck einfach, ne? Das ist schon crazy eigentlich. Ja. Und wir spielen Pam, Junge. Und die hatten auch Chassis, die Gegner. Junge, jetzt. Oh mein Gott. Oh nein, wir machen einfach den Landi. Halt wirklich, Digga. Ja. Okay. Ja, Landi crazy, ne, dass er einfach 3k Wins geschafft hat, Mann. Ja, Digga, man ist halt irgendwann mal unkonzentriert oder denkt, man gewinnt eh. Und ja, aber ich fand das Game von denen jetzt auch nicht so schlecht, hätten ja direkt die Kontrolle. Und der Typ auch in Legendary vergessen viele. Ja, ja. Ich liebe den Brawler, Junge. Zwei der Accounts, das sind gute Spieler, die einfach mal ein paar Brawler lower haben. Das ist so OP, Junge, das ist. Ich liebe den Brawler, hä? Krass. Yo, Legend, danke für den Raid. Raus, danke, danke. 650. Oh ja, das ist die beste Map für Angelo. Oh mein Gott. Bin ich mal gespannt. Knockout.
Und du bist ja, so rasier normalerweise, es ist komplett broken. Das ist wirklich mit Abstand die beste Map. Es ist die beste, die es auch gibt für ihn, glaube ich. Oh, ich wäre aber ein bisschen gesund, leider. Und tot. Das wär's jetzt. Ich sag ehrlich, aber für mich ist es ein. Wie hast du Pam genommen, Tobi? Ich hab vergessen zu change. Ah, das ist okay. Das ist nicht optimal. Also. Haben wir? Gut für Endgame, wenn wir ins Endgame kommen. Jetzt ist eigentlich eh easy. Aber brauchen wir gar nicht, oder? Bro! Ja, let's go! Ja, egal, doch, pass. Nee, aber das ist eigentlich gut, wenn ich einmal drin bin mit dem ganzen Leben und dem Schild, ist eh broken. Ja. Läuft's nicht. Das ist eigentlich der Gadget, Bruder. Jetzt ist es interessant, jetzt ist es wirklich interessant. Hey Jonas, deine Verwachtung? Ah! Hab ich alles für den Kopf gewastet, Mann. Digga, Schild. Das ist so broken, ne? Was sollen die machen, Junge? Was sollen die machen? Das ist ja wie eine OP Mortis, hä? Sie wird einfach noch schneller. Sie hat noch einen Nahkampfangriff. Kann auch auf. Junge, das ist crazy. Das ist crazy. Das war nicht mal die beste Map für sie. Ich bin ein bisschen arg aggressiv. Alter, wieder hast du broken. Oh, Digga, ja, das ist broken, Junge. Den Brawler ist du und Mortis in einem Team. Digga, ja, der Brawler ist so geil, diese Mobility, auch gerade für den Brawler. Boah. Das ist so hart. Oh, 700, Leute, 700. Wir sind ja schon eine Runde für 57 Trophäen. Auf geht's. Oh, ich bin reingelaufen. Ich bin dumm. Hast du, sehr schön. Ja, jetzt können wir uns richtig schön einmischen hier, das ist easy jetzt, guck mal. Ich wollte ihn gar nicht treffen. Och nein, also ein Piper, okay. Broke that? Nicht. Doch. Das ist broken, schau dich an. Der Arme. Der springt weg, ich hab 3 Dash, das ist keine Chance, Mann. Das ist OP. Ich bin doch noch keine Krone. Zack, zack, zack. Irgendwann schieß ich. Das ist crazy. Der Brawler ist so geil. 1-0-4-1 schön. 57 geschafft, aber jetzt gehen wir wieder Brawler. Schaut sich an. Ist so lächerlich. Was ist meine Ult? Achso, ich hab den Ball! Oh. Ja, sorry. Hast du scorst. Das ich auch gesagt. Ich glaube, Jonas ist besser, als ich mit Mortis ist. Ja. Echt? Er ist so broken, ey. Ja, wir bleiben erst mal Brawler. Das sieht man ja schon, wie gut es ist. Geht vor allem auch schnell. 2 Runden für 800, Leute. Egal. Gott, wahrscheinlich. Das ist okay, Junge. Komm. Oh, 800! Auf geht's. Okay, den Schein ohne für 800 Trophäen war gerade schon. Oh, jetzt sind die ja auch schneller, das nervt mich jetzt. Schild. Ja, easy. Sind beide low, habt ihr eigentlich. Let's go. Entscheidendes Game für 900 Trophäen. Meine Hand ist noch nass. Es geht. Ja, eigentlich ist easy. Ja, ich darf jetzt auch nicht überschätzen. Nee, ist sehr gut. Ich kann halt selbst gegen eine Bibi reinlaufen, ne? Oh, die sind beide down. Ja, schon nicht bewegen, Mann. Ah, hat Cold gut geaimt. War mein Bett. Jetzt hab ich die Ult gewastet. So, zack. Der Dash auch natürlich. Der ärgert mich. Nein. Er hat die sehr gut gespielt. Nein! Oh. Nein, die Bibi, oh mein Gott. Ja, bitte. Halt ich den Ball, egal. Nein, hab ich gesehen, wo die spawnen. Oh. Oh, ja, aber auf jeden Fall mein Bett. Cold kommt raus. Oh, ich glaube, die ist gone. Jonas, du musst jetzt helfen. Ja, war wirklich my bad, aber. Schön. Junge, Tobi, carry. Tja. Och, oh nein. Nice. Oh mein Gott, das hab ich gecarried. Let's go, Dash 4. Nice. Oh, let's go. Mein Tor. Runde. Wahnsinn. Nein, Spaß. Das war eine sehr schlechte Runde für mich. War sehr abgelenkt. 0-3. Ja. Geil, 900 Trophäen. Geil. Und damit gehen wir rein in die entscheidende Runde für 900 Trophäen. Auf geht's. Wenn wir jetzt gewinnen, brauchen 950. wir wahrscheinlich noch... 950? Ja, 950 Trophäen, ja. Wenn wir jetzt gewinnen, brauchen wir wahrscheinlich noch 5 Games. Das läuft sehr gut. Wir haben erst 2-mal verloren insgesamt jetzt. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Ah, stark. Wenn ich Gadget nochmal. Ganz safe. Ja, ich lenke einfach ein bisschen ab, lauf ich einfach rein. Oh! Nice. Das ist halt so krass. Jetzt würde ich eigentlich sogar fast direkt reingehen. Das war lost. Junge, wenn ich das noch besser spiele. Ich weiß teilweise nicht, wie ich einen Dash nutzen soll. Ich glaube, ich muss einfach ein bisschen defensiver nutzen auch. Und nicht so sehr rein green. Haben wir sehr schön. Zwei Lost von ihm. Hab ich. Ach, es waren schon alle tot, achso, mein Bad. Ah, ich wollte schießen. Das war eigentlich ein Schuss. Scheiße. Ja, wäre aber gleich eh nicht reingegangen. Ja, nachher ich bin tot, leider. Ja, das war nicht gut von mir. Nee, mein Bad. Ich spiele es besser, pass auf. Hab Schild angemacht. Ah, shit, war's nicht unbedingt. Egal, meine Ult wurde wie geht. Schön. Ja, passt. Schön, Tobi, schön. Ah, nice try.
Pass rüber. Ach, die nutzt diesen scheiß Rückstoß. Ja, Junge. Oh! Was hat Let's go! 2-5 war ja bodenlos. Was mache ich? Warum mache ich immer die entscheidenden besonders so schlecht? Auf geht's, wir gehen rein in die entscheidenden 5 Games. Bronze. Ja, ja, das nervt. Bro, machen soll, also wie ich spielen soll. Ich weiß auch nicht, wie ich gerade spielen soll, um ehrlich zu sein. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, wenn die jetzt ihren Dash hier auspackt. Aber die ganze Zeit vorne ein Bass, der mich beschützt. Ah, nee. Ich bin ein Knockback. Ich mach Schild schon mal. Oh, was? Digga. Oh, ich bin crazy. Das war gut von ihr. Geh direkt mal nach vorne, dass ich hier den Bass ein bisschen. Hab Bass. War ein bisschen riskant, aber hab ihn. Ach, come on. Das kann nicht sein, Mann. Kriegst du noch? Pass rüber, dann haben wir's. Was ist wegen Bass? Ja, oh, okay. Was? Das ist lächerlich gewesen. Das ist wirklich lächerlich gewesen, Mann. Komm, als ob wir dann das. Wir hatten dann 3 gegen 1 und verlieren dann einfach, weil. Ach, Digga, komm, egal. Wir haben jetzt das dritte Mal alles verloren. Nice. Hast du Hyper-Charge noch gedrückt? Ja, ja. Ich bin viel schneller, Digga, egal. Ja, okay. Safe ist safe. Ja, ja. Vorher kann man immer mal Hyper. Das heißt, ich muss noch, wenn es eigentlich krass gewesen war, aber YOLO und das Tor. Haben bekommen? Nee, Mann, also der, oh, der, Colt, der Colt bekommt direkt Lucky Ulti. Was ich passiert? Oh. Nice, schön, schön. Jawoll. Sehr gut, sehr gut. Hat er jetzt 100k Tropfen? Ja, ich hab 100k Tropfen. Tropfen? Ja. Kann ich die letzten 5 Runden noch wieder kommentieren? Achso, ich gerechts ja. Habe. Ah, die switchen auch, aber ja, haben sie gut so gemacht. Nein, ist okay, ist gut. Wenn du es du hältst, einfach halten. Ja, der ist gestorben, total lost. Ja, der hat mich gemutet, what the fuck. Haben wir. Bro, oh mein Gott, Digga. Ey, sind meine Kills jetzt schlechter, weil ich gestorben bin noch. In dem Brandschaden. War eigentlich 4-1. Achtung, fang mit Ulti. Fang it. Haben wir. Let's go, halb Schuss bekommen. Let's go. Oh mein Gott. Ja, sieht gut aus. Ich weiß es nicht. Leute. Weiß auch nicht. Okay, komm jetzt irgendwie. Hang und Ulti, ne? Aufpassen. Ja. Ah, true, Digga. Oh mein Gott, was hat er? Was? Was gemacht? Wir dürfen den Ball ihm nicht passen. Oh shit. Er hat irgendwie den Ball genommen. Das war sehr, sehr stark. Ich könnte ja, ehrlich sagen. Das ist safe, Hyra. Na, Digga. Ja, Zero Ping. Bitte. Das war geistkrank. Gut, 100k, yes. Das war echt geistkrank. Ja, das hat er komplett allein gecarried, Alter. Auf geht's. Die letzten 5 Games für 1000 Trophäen mit dem neuen Brawler Melody. Okay, ja, Slay weg. Ich geh down. Ja, ich geh links. Okay. Auf geht's. Ja, ich darf mich nicht so einfach hitten lassen wie jetzt hier zum Beispiel. Was geht? Der muss immer den Schuss auch aufladen. Das ist eigentlich echt ein gutes Match. Ja, okay, das war jetzt natürlich. Chill schnell. Achso, da war noch ein Leon unsichtbar. Na gut, ist natürlich ein bisschen arg, aber gegen Leon kann ich glaube ich eh gehen. Okay. Ich geh rein. Nee, was nicht. Leon ist glaube ich unsichtbar. Let's go, Angelo, du bist. Schild. Nice. Der ist unsichtbar, Leon unsichtbar, Achtung. Ja. Leon ist, was mein, was für Leon? Nichts machen. Ich würde sagen, der wird das bestimmt kommen. Und wie? Nice. Let's go. Schön. Ich hab jetzt auch noch Ulti hier. Wenn ich. Probier's mal. Ja, krass gewesen, schade. Schade. Ist hier das? Hier. Ja, oh, ich hab's. Nein! Okay. Leon da. Ja, Hyper-Charge. Nice! Oh, geht doch! Jonas, let's go, Digga. Ja. Das ist geil. Ah, ging. Ich bin 0-3 aus der Runde, aber der Schuss war gut. Jetzt müssen wir aufpassen. Hier ist ein Triple Master dazu auch noch. Ich geh links. Geht's. Ja, die werden gut sein. Oh, jetzt hab ich da überlebt, Digga. Schade. Ich geh rein. Ja, habt ihr normalerweise, oder? Let's go. Habt ihr. Ja, schön. Jawoll! Ja, geil. Ich hab ja auch direkt Ult ready, jetzt müssen die aufpassen, ist gut. Ey, ich hab die Ult raus, gar nicht, bin los. Ich bin natürlich nicht ready dann. Ja, die wechseln. Aber passt. Ja. Ich bin Jonas. Das Schild. Okay,
Okay, Gabby ist irgendwie genau. Was hier? Meine Leute war so schlecht, ey. Ja, hier sind beide down gegangen, hä? Easy. Let's go! Schöne Digga, Runde, das war eine schöne Runde. Check mal den Account von Gabi an. Ich glaube, der hat über 90k. Echt? Und die haben 96k. Mir besiegt? 96k. Oh, krass. Und die haben mir besiegt. Oha. Ja, gut. Ja. Die letzten zwei Spiele für 1000, Leute. Leon, interessant. Okay. Angelo, wenig Sniper, aber es geht eigentlich. Basta bin ich, glaube ich, auch ganz gut. Ja. Müssen wir schaffen. Müssen wir schaffen. Die letzten zwei Spiele, Leute. Schon mal wichtiger Hit hier direkt auf den. Ist gut. Nein. Oh, oh, oh. Junge, das kann nicht sein, Mann. Das darf nicht so leicht sein. Egal. Schaffen wir. Besser direkt. Leon ist unsichtbar. Ich gehe direkt rein. Oh, nice. Wichtig. Sehr gut. Das ist sehr gut. Der ist nicht mehr unsichtbar, der ist dort. Seht ihn? Kann er ausgleich werden. Ich wollte gerade sagen, nicht mir passen. Egal, ich mach nochmal Schild. Ist okay. Stark. Ausgleich, richtig. Ich fokus an. Herr Angelo wird wahrscheinlich hier eventuell nochmal rein zu jumpen. Ja. Noch passen. Ist okay. Sehr schön. Ja. Geh weiter rein. Ich mach Gadget an. Ist okay. Ich ulte nochmal. Haben wir. Guck mal raus. Let's go. Nice. Ein Game für 1000. Puh, 190. Ich mach ganz kurz einmal. Ja. Die Mastery. 2000 Münzen, wichtig. Letztes Game für 1000, wenn wir gewinnen. Ja, Mortis wäre natürlich auch gut für mich gewesen. Ist okay. Ist nicht schlimm. Bleib mir schon. Habt ihr auch die? Ja, oder? Nee. Ich merke zumindest nichts. Oh, Mortis. Oh. Delay, Bro. Nee. Mach Schild an. Hast versucht. Ah, RIP 01. Oh, das im Shining Game tut weh, Mann. Egal, wir hatten gerade eben auch 01. Schaffen wir. Ja, hat mich geultet. Oh. Ich stehe in den Noten fast noch. Nein, Digga. Scheiße. Nein, oh, no. Egal. Ja, das ist nicht wieder ein ganzes Stück, Leute, weil wir auch ordnen, weil die Winstreak auch weg ist. Mal schauen. Mm. Oh, das ist 3 Games wieder. Okay, let's go, komm. 2 Runden für 1000 Trophäen, Leute. Wir haben Larry und Larry und die Map öffnen. Ja, okay. Ja, Larry gar nicht geil. Ich kann da halt jetzt nichts machen, ne? Groß. Ja, du musst erstmal. Jetzt können wir durch rechts pushen. Ja, machen wir auch direkt. Sehr gut. Ich wollte einfach. Schön. Warte ein bisschen ab. Nein. Ich pass rüber. Ach, Schild. Haben wir. Ja, doch nicht. Doch, Tobi ist schön, hä? Komm. Achso. Okay, komm, dann noch ein. Zero Pink. Brech bei dir auf. Ja, brech auf jeden Fall auf. Ja. Müssen wir den Boss kaputt machen? Oh, ich werd gepincht. Oh mein Gott. Nein, ich bin gar nicht weg. Ja, schade. Dann direkt gekillt. Okay. Ja. So, keine Ult mehr, komm, wir brauchen uns unbedingt den Win. Larry geht mit mir auf. Was? Ja, das war klar. Switch, Jonas, Switch? Ja. Okay, Digga, das ist. Ist das schön? Okay. Ja, ist richtig. Ah, ich wollte gerade dashen. Sekunde, Schild. Scheiße, der hat mich zurückgegadget, ich hätte es gehabt. Fuck. Das? Yes. Ja, wir haben. Nice, schön. Let's go. Ja. Weggegadgetet, Junge. Okay, geil. Finales Game wieder. Last Game, komm, Digga. Okay. Auf geht's. Entscheidendes Game für 1000 Trophäen. No, Max. Das ist free, Digga, das ist free. Eigentlich. Ja? Du hast zu viel Leben für Sprout und nicht konntest du. Ja, die gehen halt zu zweit auf mich ein bisschen. Sprout ist aber halt. Na, das trifft er mich leider. Ja, ich treffe nicht gut gerade. Ja, es war schlecht für mich, sorry. Ja, ich darf nicht zulassen. Ah, ich bin nervös, Mann. Ich darf Sprout auch nicht so zulassen. Ach, Digga, wenn wir das losen, also ich. Ich hab Ulti. Mal gucken, was das bringt. Ja, ich könnte halt probieren, Sprout zu fokussen, aber weiß halt nicht. Ist auch die Wand, das kann ich jetzt nehmen. Oh, Junge, ich bin eingesperrt, ich kann nichts machen. Digga, das ist nur der. Null Ping, Digga, der hat auch null Ping. Ja, schlecht von mir. Nee, oder? Oh, los! Okay. Du? Okay, noch ist möglich, komm. Schlechtes Spiel von mir. Sprout trifft nicht. Er trifft gar nichts, Digga. Fokus.
Fokus-Dinger. Ist gut. Ich mach Gadget. Ich geh rein auf den Sprout, haben wir? Ich hab den Sprout. Nein, wir müssen den Ball erstmal bekommen. Raus. So. Dev, ich scrounze. Junge. Was zum Oh mein Gott. Okay, komm, jetzt. Ich hab auch Ulti. Ich probier's, komm. Also lost. Nein. Egal. Nein. Let's go. Richtig. Boah, ich darf nicht so aggressiv sein, ey. Das ist echt. Das wird natürlich krass werden. Ey, du hast ihn halt damit rein, das hab ich überlebt. Also wirklich, jetzt reicht's. Jonas, du hast Ult? Ich weiß. Ja, ich hab's geschafft! Gott. Let's go! Geht doch! Oh mein Gott! Nice! Jonas! Richtig! Let's go! 1K! Yes! Nochmal vielen Dank an jeden Einzelnen, der natürlich an meinen Creator-Code gedacht hat. Jo Jonas, ganz rechts im Shop, gerne auch alle 7 Tage neu antragen. Gerade bei diesem Angebot werden bestimmt, den hoffentlich einige genutzt haben. Und ansonsten danke für den krassen Support und für den Hype aktuell weiterhin. Da ist auch der Abstand verlinkt. Lasst gerne ein Abo da für mehr Brawl Stars-Videos und bis zum nächsten Video. Ciao!